Hey ho YouTube, wieder mal zum neuen Info. Ja, wie ihr seht, heute ist mein trauriges Thema mit YouTube zu tun. Es geht einmal um diesen Kanal hier, der wird die Werbung stillgelegt. Wieso? Nicht kinderfreundlich. Und jetzt kommen wir zur Frage. Er macht speziell, hat er sich auf Paranormal, Horror und sowas beschäftigt, ne? So, wie wir hier sehen. Ein ganz interessanter Kanal, wenn euch dafür interessiert, ruhig abonnieren, der ist sehr cool. Aber jetzt zu den nächsten Sachen, ne? Was ist daran nicht kinderfreundlich? Ich kann euch jetzt ein paar Sachen sagen. Horror und kinderfreundlich ist doch scheißegal. Kinder können sich, wir können uns reinziehen, was wir wollen, wenn die Eltern nicht wollen. Oder es geht ja nicht um die Eltern eigentlich. Es geht um die Werbebetreiber. Weil die sind abgesprungen, weil irgendwo Rassismus war bei deren Werbung. So, durch den Folgegrund sind immer mehr abgesprungen. Das kann man verstehen, aber okay, ein Video unter 1 Million, jetzt spreche ich ein bisschen nach. Ihr könnt das Video euch anschauen, ist sehr interessant, aber was ich jetzt eher sollte, kommen sollte, ne? YouTube und kinderfreundlich passt nicht zusammen. Wenn ja, können die es bald umbenennen, wenn die so weitermachen. Könnt es ruhig KidTube heißen oder YouTube-Kid. Naja, aber wir kommen zum springenden Punkt, ne? Wieso wird bei ihnen die Werbung stillgelegt und jetzt bei der Blondine, ich sage jetzt nicht weitere Worte, große Brüste, wenig hören, ach, ich habe mehr gesagt, als ich es wollte, wird die Werbung nicht eingestellt. Das ist, was ich nicht verstehe. Ganz klar. Und wenn YouTube das echt vorhat, ne, das durchzusetzen mit Horror, Gaming, das zu brutal ist und mit den Wörtern Fuck zum Beispiel, Fuck, 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 wird YouTube ziemlich Verluste machen, weil YouTube besteht aus 60 oder über 60% aus Gaming und Fuck zu sagen. Und das heißt, die Werbung wird ziemlich absinken, YouTube macht weniger Money dadurch und so viele Kindersachen gibt es auch nicht auf YouTube. Außer Minecraft. Ja, Kiddies, ihr macht immer mehr YouTube kaputt. War das eigentlich, was ich sagen wollte? Ich glaube, ja. Ich weiß nicht wieso noch. Aber kommen wir noch zu einer anderen Sache. Nämlich. Ja, wieso habe ich es auch schon gesagt? Ich bin gerade von dem Bild da unten abgelenkt, wo mein Hauszeiger hinzeigt, aber scheiß drauf. Wieso wird das gemacht? Ja, wegen die Kinder. Kinderfreundlich. Nicht wegen die Kinder, wegen die Werbebetreiber eigentlich mehr. Damit YouTube kinderfreundlicher wird. Damit nicht mehr so viel Rassismus verbreitet wird. Jetzt gehen wir mal zu einem anderen Thema rüber. Fernsehen. Da werden Brüste gezeigt. Da werden auch oft Fuck gesagt. Da werden Sexspielzeuge gezeigt. Ja. Und Mittagszeit bei Kinderserien. Eis.de. Beste Werbung, wenn das Kind schon mal beizubringen, wie man sowas benutzt. Naja, was haltet ihr von der Info? Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, am meisten mit der Werbung über YouTube, schaut euch das Video hier an. Ich kann es euch empfehlen. Ich muss mich heute nochmal melden. Weil er spricht ganz wichtige Punkte darüber an. Wir sehen uns beim nächsten Infovideo. Bis dann.